Da sind wir wieder bei Pokémon Weiße Edition und der heutigen Frage des Parts. Welche Speisen isst du am liebsten? Entweder süße oder scharfe oder saure oder bittere? Und hier habe ich das letzte Mal eindeutig was Falsches geantwortet, denn ich habe statt scharf irgendwie an dem Moment an salzig gedacht. Ich mag salziges Zeug ziemlich gerne. Allerdings von dem allen, was hier schmeckt mir dann doch süß am besten. Wobei ich die Sachen, also Extreme mag ich überhaupt nicht. Ein bisschen scharf geht, wenn es ein bisschen sauer ist, geht. Bitter mag ich gar nicht. Und wenn es einigermaßen süß ist, mag ich es auch. Ich mag zum Beispiel nicht zu süß, zu scharf mag ich nicht und zu sauer mag ich es auch nicht. Also, was das angeht, habe ich überhaupt keine Extremen in mir. Wie das bei euch ist, würde mich allerdings schon interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, welche Speise esst ihr am liebsten? Würde mich sehr interessieren. Und wir sind wieder hier bei Pokémon Weiße Edition, diesem Musical, und hier hat sich ein Gangster dazu geschlichen. Wahnsinn, ich bin völlig überwältigt. Ich bin so dankbar, dass es mir vergönnt war, mit meinen eigenen Augen eine deiner Aufführungen miterleben zu dürfen. Das meine ich ganz ernst, ey. Auch wenn ich aussehe wie ein Assi, in Wirklichkeit habe ein warmes Herz. Zum Dank kann ich leider nur das hier dir anbieten. Ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen. Eine Rose. Ich bin aber nicht schwul. Schon klar, gell? Oh, ich bin völlig überwältigt. Oh, oh Mann. Rocker. Hey, ich glaube, du kannst dich mal nicht mit jemandem unterhalten, mein Freund Benny. Oh, sie müssen sich mögen. Nun kenne ich deinen Stil. Ich habe dein Pokémon auf der Bühne gesehen. Insgesamt eine sehr schicke Aufführung. Sehr einmalige Dekoartikel, du setzt damit echte Akzente. Aber coole Aspekte, was du eher vermieden, was? Alles klar, ich gebe auch mein Bestes. Okay, lustige Bewertung, das Simon Matthew. Wichtig beim Deko-Spaß ist, dass die Dekoartikel zum Musical passen. Ist das der Fall, begeisterst du die Zuschauer. Sie werden dich lieben. Wenn dein Pokémon schon auf der Bühne steht, soll es ja auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Okay. Die verschiedenen Dekoartikel kann man in folgende Kategorien einteilen. Cool, drollig, schick und speziell. Du kannst dir beim Deko-Spaß natürlich überlegen, welchen Stil dein Pokémon haben soll. Du musst unbedingt beim Musical mitwirken. Aber sei deinem Pokémon bitte nicht böse, weil es mal einen Dekoartikel nicht mag. Pokémon haben auch ihren eigenen Kopf. Okay. Ich habe es vom letzten Musical. Ach ja. Ich könnte verstehen, falls er wegen dieser ganzen Musical-Scheiße mich augenblicklich verlässt. Ich meine, es ist so ein Bullshit. Also, ich will ja nicht prahlen, aber wir sind ziemlich reich. Oma, ich brauche Geld. Ganz dringend, nicht nur im Spiel, sondern auch in Wirklichkeit. Ich bin arm. Und zu unserem gehobeneren Geschmack passen Musicals natürlich hervorragend. Bitte! Nur Geld für das neue Mario Party, bitte! Fantastisch. Trainer, die mit ihren Pokémon Deko-Spaß haben könnten, sind einfach toll. Ach ja. Hier geht es zu den Zuschauerrängen. Aber ich ziehe das eher ins Rampenlicht, habe ich recht? Nee, ich bin vorbei. Ach so. Ich bin sogar zu arm. Ich darf überhaupt nicht. Ich darf überhaupt nicht zuschauen. Ich darf nur richtig teilnehmen, weil das kostenlos ist, aber für Zuschauen bin ich zu arm. Oh mein Gott. Papa! Was machst du denn hier? Oh oh, jetzt wird es dramatisch. Und die Musik verändert sich in eine wirklich sehr, sehr schöne Musik. Ich mag sie sehr. Na was wohl? Ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen! Bells Vater, geiler Name. Deine Mutter hat mir alles erzählt. Und du bist wirklich weit gekommen, okay. Aber deine Reise war jetzt lange genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Caleb und den Pokémon meine Reise fortsetzen. Sharon scheint dir egal zu sein. Nichts da! Jede Reise ist einmal zu Ende und daheim ist daheim. Aber ich bin nicht wie du, Papa. Ich finde diese Geschichte hier so schön mit der Musik im Hintergrund. Setze deine Reise nur fort, meine Kleine. Was soll das? Ich bin ihr Vater.
Was wissen Sie sich da ein, hä? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arenaleiterin von Rayono City und außerdem noch Germany's Next Topmodel. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit auch oft ihre Meinungen. Und manchmal können einem die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es! Und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Belle ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, Papa! Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil Schlimmes auf der Welt passiert. Wie Mörder oder Vergewaltiger oder Kinderschänder. Aber es gibt so viele gute Menschen und zusammen mit den Pokémon bin auch ich stärker geworden. Du hast ja recht. Meine Stufe von dir ist auf deiner Reise zu bestehen. Ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten, genauso stur. Scheint tatsächlich der größte Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Worte einer Arenaleiterin, damit ich das erkenne. Belle, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Caleb, pass bitte gut auf Belle auf. Papa. Tschüss, ich hab dich lieb. Sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Versprochen. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Und das ist wenigstens mal ein Elternteil, das sich um seine Kinder sorgt. Nicht so wie in den 4 Generationen zuvor. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen? Ich wollte doch nur helfen. Also, meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderungen eure Reise mit sich bringt. Stand es auf meiner Stirn geschrieben, dass ich ein Trainer bin? Also diese Musik, die verdient echt einen Oscar. Also ich kritisiere zwar die Musik, aber ich sag immer wieder, es gibt einige gute Tracks. Und das ist definitiv one wunderschön. Sie ist ja so cool! Ich will später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Arenaleiter und Germany's Next Topmodel werden. Was wohl einmal aus mir werden wird? Ich hoffe beides. Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Caleb. Nein, die Musik ist aus. Nein, warum ist die Musik aus, Mano? Naja, gucken wir hier mal ins Haus an. Ja, endlich mal Wohnhäuser. Die haben wir in Rayono City noch gar nicht gesehen. Schillernde Pokémon leuchten angeblich in anderen Farben, auch wenn sie aus Grasbüscheln oder so hervorspringen. Damit meinen sie Shinies. In der LP, in unserem LP-Erleben haben wir immer noch kein einziges Shiny gesehen. Zumindest kein legales. Außer das Shiny Saftkorn in Feuerrot, was gecheatet war, was allerdings auch daran liegt, dass es in der blauen Edition, die ich noch nebenher spiele, keine Shinies gibt. Beziehungsweise sie nicht angezeigt werden. Naja. Schillernde Rokaiman, welchen Farbton die wohl haben mögen? Braun. Braun wie tot. Okay. Alles klar. Alles klar. Bis hier scheinen sie ziemlich Rokaiman begeistert zu sein. Wahrscheinlich wegen der Wüste. Finde ich gut. Ich finde, Rayono City strahlt beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die einzig wahre Sonne. Passend dazu solltest du jetzt von mir das hier bekommen. Okay, ich dachte, dass ich krieg Sonnentag, die TM, aber nee, ich krieg Sonnenstein. Ein Sonnenstein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Ich habe meinem Lilminip gegeben. Richtig, damit könnten wir das entwickeln, aber ich wollte es ja noch tauschen, falls ich jemals zu diesem Dorf zurückkomme. Dann warten wir jetzt einfach mal ab. Wenn ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, sich entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Mhm. Nur wenn man es tauscht, dann verliert es jegliche Liebe, die es zu dir aufgebaut hat. Wenn man ein Pokémon entwickelt, macht es eine große Veränderung durch und wird grundsätzlich natürlich stärker. Entwickelt man es nicht weiter, merkt es sich dafür umso schneller neue Attacken.
Hat er recht. Es gibt allerdings auch Beispiele wie zum Beispiel Carpador oder Raupi oder Hornbiu. So aus der ersten Generation gegriffen. Die lernen, ja, vor ihrer Entwicklung genug Attacken und danach nichts mehr. Also das lohnt sich nicht. Auch heute heiße ich Sie wieder herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Astrologisches Allerlei. Welchem Sternzeichen widmen wir uns denn in der heutigen Sendung, Professor Astropov? Alle Zuseher da draußen an der Fernsehgeräte, die im Dezember geboren sind, können sich freuen. Denn heute soll es bei uns um das Dreierzeichen in den Scharfax gehen. Also Leute, wer im Dezember geboren ist, gut zuhören. So wie Jesus, sie hängen sich gerne voll rein und schaffen alles, wenn sie es sich erstmal in den Kopf gesetzt haben. So wie Jesus, der der Messias wurde. Ihr Talent bringt ihnen in ihrem Umfeld großen Respekt ein. Wie bei Jesus halt, sogar die Zeitrechnung nach ihm benannt wurde und tausende Millionen Gläubiger hat auf der Welt. Manchmal könnten sie jedoch noch etwas mehr Sorgfalt profitieren, nicht nur die Schüler umwerfen oder so im Tempel. Ich bin sicher, allen, die im Sternzeichen des Scharfax geboren sind, brennen jetzt noch die Frage unter den Nägeln, welches Item meinen guten Glücksbringer für sie abgeben würde. Ja, ganz klar, ich empfehle da ein Kreuz, ein Pokéball. Die Menschen um sie herum werden noch mehr von ihnen halten, wenn sie sehen, wie gut sie im Umgang mit einem Pokéball sind und wie routiniert sie damit Pokémon einfangen. Vielen Dank, Professor. Bis zur nächsten Ausgabe von unserem Astrologischen Allerlei. Nun, da hat Jesus wohl aus Versehen den Ball benutzt, um nicht Pokémon, sondern Menschen einzufangen. So geschehen halt die merkwürdigsten Dinge. Nun ja, weiter geht's. Hast du dir das Musical angesehen? Das eigene Pokémon auf einer solchen Bühne zu erleben? Schon ein bewegendes Ereignis, was? Es lässt sich kaum in Worte fassen. Oh ja, ich bin sowas von geflasht, ey. Absolut. Stratos City ist der Dreh- und Angelpunkt der Finanzwelt. Und wenn man sich vergnügen will, ist Dryonus City die erste Adresse. In Isho tummeln sich ganz verschiedene Menschen und Pokémon. Und durch den steten Zustrom von beiden wird die Region immer geschäftiger. Aha, Finanzpunkt. Ich hätte jetzt aber keine Börse gesehen, sondern nur Sportspiele. Ob man dem glauben kann? Ey, du willst doch sicher mal erleben, was es heißt, richtig stark zu sein, ne? Oh. Eine merkwürdige Begrüßung, aber danke. Ein Pokémon, das Stärke einsetzt, muss sich nicht mal im Kampf befinden, um Felsbrocken zu verrücken. Bitte dich mal an einen großen Brocken versuchen, wenn es empfehle ich Route 16. Mit einem kräftigen Haarrock geht alles. Das ist nett von ihm. Das machen wir dann auch demnächst. Jeden Tag zur selben Zeit beginnen die Baseball-, Fußball- und American-Football-Spiele. Ja wo? Im Sportstadion ist doch klar, du Null. So. Na sowas, sieh mal einer an. Dein Zwartrollin scheint mich ja richtig gern zu haben. Das ist ja so rührend, da hab ich doch glatt etwas für dich. Toll. Und dann kriege ich die Sandwürfel, bis mich nochmal mag, obwohl es eigentlich schon auf dem Maximum ist. Logik. Gib einem Pokémon die Sandglocke und es wird noch zutraulicher werden. Ich glaube, ich möchte meinen Rockheimer gar nicht so zahm machen. In der Sporthalle finden sowohl Basketball als auch Tennismatches statt. Gut, von Tennis hat andere jetzt nichts erwähnt. Hat wohl auch einen Grund. Ich finde, bei Tennis sind die sogar besser als Basketball. Basketball ist einfach scheiße, meiner Meinung nach. Ich meine, das haben wir im Schussport immer gespielt. Und dann kommt... Ich konnte den Gegner nicht berühren, ohne dass es faul war. Da ist alles faul. Das ist so nervig. Da kampfen die Ball findet eigentlich nicht statt. Noch weniger als im Fußball. Aber da ist ja auch alles faul. Ja. Eine Zugpartie ist lustig. Lol, geil, dass ihr sieht in das Lied. Nimm der Weichenstation den Zug nach Ferrola und genieße die schöne Aussicht, die sich dir während der Fahrt bietet. Das machen wir doch glatt. Oh, ein American Football. Sportler legen vor allem Wert auf das gute Zusammenspiel mit ihren Pokémon. Geh zum Sportstadion und zur Sporthalle, dann siehst du, was ich meine. Ich bin immer ganz aus dem Häuschen, wenn ich nach Rayon City fahre. Das ist so eine aufregende Stadt. Nun, wenn du meinst, ich werde jetzt erst mal meinem Pokémon die TM Stärke beibringen. Ich muss es erstmal nur suchen. Ich sortiere das natürlich mal wieder. Genau. Vor allem Stärke meine ich im Übrigen natürlich nicht TM. Brauche nicht in den Kommentaren schreiben. Ich hab's verkackt. Ich hab's noch gemerkt. The fuck? Das kann keiner lernen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, dem werde ich es gewiss nicht beibringen. Kruzifix! Das gibt's doch nicht! Keiner kann das lernen! What the hell?
Okay, Leute, ich guck mal, ob ich bis zum nächsten Part irgendeine Lösung finde. Wir sehen uns dann wieder bei Pokémon Weiße Edition. God damn!